Das Zeug ist teurer als Gold und giftiger als Dioxin. Ein Gramm, in falsche Hände geraten, könnte bei tausenden Menschen Krebs auslösen. In russischen Atomarsenalen lagern 200 Tonnen davon. Und jedes Jahr kommen 7 weitere hinzu. Südural, 2000 Kilometer östlich von Moskau. Wir sind unterwegs nach Tscheljabinsk 65, einst geheime Atomstadt, die auf keiner Landkarte zu finden war. Wenige Kilometer vor dem Ziel ist die Fahrt erstmal zu Ende. Kontrollen wie in einem Hochsicherheitsgefängnis. Soldaten des russischen Innenministeriums überwachen rund um die Uhr alle Ein- und Ausfahrten in die Stadt. Sie suchen nach radioaktivem Schmuggelgut. Cäsium, Uran, gar Plutonium, allesamt tödliche Stoffe, die in Tscheljabinsk in Massen produziert werden. Die Kontrollen wurden verschärft, nachdem Meldungen über Atomschmuggel die Schlagzeilen füllten. Aber die Wachsoldaten sind schlecht ausgerüstet. Strahlendetektoren oder Überwachungskameras, Fehlanzeige. Eigentlich will man alle Mängel vertuschen und die Presse erst gar nicht in die geschlossene Stadt hineinlassen. Doch wir haben eine Sondergenehmigung und dürfen weiterfahren. Tscheljabinsk 65, das ehemalige Herz der sowjetischen Kernwaffenproduktion. Diese Stadt gab es offiziell gar nicht. Sie existierte nur als Postadresse. Deshalb nannten die Russen solche Orte Briefkastenstädte. In Tscheljabinsk leben heute 85.000 Menschen. Die Stadt ist umgeben von zahlreichen Atomfabriken. Die Hälfte produziert nach wie vor für die Rüstungsindustrie. Den Menschen ging es lange Zeit gut. Sie profitierten von den Aufträgen der Sowjetarmee. Der Kalte Krieg brachte ihnen bescheidenen Wohlstand und Privilegien. In der Atomindustrie zu arbeiten, ein Atomchick zu sein, das war zu Zeiten der Sowjetunion eine Auszeichnung. Mit Gorbatschow, 1986, kam die Abrüstung und damit auch erste Probleme. Heute stehen die Atomchiki vor einer ungewissen Zukunft. 7 Uhr morgens. In der Atomfabrik Majak beginnt die Frühschicht. Majak, zu Deutsch Leuchtturm, beschäftigt tausende Atomchiki. Der Betrieb liegt 15 Kilometer außerhalb der Stadt, aus Sicherheitsgründen, im Fall einer Atomhavarie. Hinter diesem Werktor wurde 1948 das erste russische waffenfähige Plutonium produziert, in einem unscheinbaren Uran-Graphit-Reaktor. Damit war der Weg für die russische Atombombe frei. Heute will der Betrieb mit seiner Vergangenheit brechen. 1987 wurde die Herstellung von hoch angereichertem Bombenplutonium eingestellt. Doch allein das hier gelagerte Plutonium würde für Dutzende neuer Atombomben reichen. An diesem Morgen sind wir mit einer Gruppe von Atomwissenschaftlern verabredet. Wir wollen wissen, was ein Atomchick denkt, der sein Leben lang Bombenplutonium produziert hat und heute nicht genau weiß, wie es um seine Zukunft steht. Wassili Uschakow ist ein Aufsteiger. Er begann als einfacher Arbeiter und stieg die Karriereleiter langsam hoch. Heute ist der 39-jährige Familienvater Cheftechnologe. Ein Atomchick der mittleren Leitungsebene. Uschakow unterstehen 150 Mitarbeiter. Arbeitskleidung ist in einem Plutoniumbetrieb enorm wichtig. Schon einige Tausendstel Gramm des giftigen Plutoniumpulvers könnten bei einem Menschen Krebs auslösen. Deshalb ist die Mitnahme von Arbeitskleidung nach Hause streng verboten. Doch in Russland sind die Zeiten der Kommandowirtschaft vorbei. Auch die Atomchiki aus Tscheljabinsk nehmen die Vorschriften nicht mehr so ernst. Wassili verrät uns, dass er schon mal gern die schönen weißen Arbeitssocken mit nach Hause nimmt. Was ist schon dabei? Als er im überwachten Gang zur Produktionszone verschwindet,
Fragen wir uns, welche strahlenden Stoffe sonst noch die Fabrik verlassen. Das verrät uns Wassili nicht. Er redet lieber von Problemen, die die Perestroika mit sich gebracht hat. Es ist schwieriger geworden, mit den Menschen zu arbeiten. Früher gab es aufgrund der Besonderheit dieser Produktion strenge Vorschriften und die wurden eingehalten. Heute aber muss man den Leuten genau erklären, warum und wofür etwas gemacht wird. Natürlich gibt es noch eine gewisse Befehlsgewalt, aber dennoch. Die Menschen sind selbstsicherer und anspruchsvoller geworden. Sie fordern plötzlich die Wahrung ihrer Rechte. Und von daher gibt es viele Probleme. Die Unzufriedenheit der Tomchiki wächst. Nachdem Lohnzahlungen ausgeblieben sind, kam es gar zu ersten Warnstreiks. Diese Fachleute haben einen tödlichen Stoff in der Hand. Und sie kennen seinen hohen Preis. Wer sollte sie eigentlich hindern, Plutonium auf den schwarzen Markt zu schmuggeln? Moskau. Hier, weit entfernt von den Plutoniumfabriken, sitzen die Drahtzieher der illegalen Schmuggelgeschäfte. Sie sind die Hauptakteure im lukrativen Spiel um den schnellen Rubel. Selbst höchste staatliche Stellen spielen mit beim Atomroulette, angelockt durch traumhaft hohe Gewinne. Wladimir Tschernuschenko ist einer der ehemaligen Direktoren von Tschernobyl. Er befasst sich seit Jahren mit dem atomaren Erbe der Sowjetunion. Der Physiker weiß, wo die Hintermänner sitzen. Das Problem ist ja, dass die führenden Posten in der Regierung, auf lokaler Ebene, in den Städten, Kreisen und auch in der Industrie noch immer mit denselben Beamten besetzt sind, die auch vor dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums im Jahre 1990 dort saßen. Diese Leute wissen nur allzu gut, dass ihnen sehr wenig Zeit verblieben ist. Sie werden vielleicht noch 2 bis 3 Jahre in den Chefsesseln sitzen, aber dann wird man sie zwingen, ihren Hut zu nehmen. Das ist der Hauptgrund, warum diese führenden Beamten voreilig Papiere unterschreiben, mit denen der Ausverkauf des gesamten Vermögens der ehemaligen Sowjetunion besiegelt wird, einschließlich seltener und gefährlicher Stoffe. Ohne aktive Hilfe dieser Beamten könnte es in Russland keinen Atomschmuggel geben. Das Atomministerium. Überbleibsel der alten Zeit. Hinter den Fassaden sitzen Beamte, die am Nuklearschmuggel kräftig mitverdienen. So vermuten Experten. Der mächtige Atomminister aber wiegelt ab. Es soll verhindert werden, dass Russland mit seiner modernen, hochentwickelten Atomtechnologie auf den Weltmarkt kommt. Der Westen will einfach den Markt und die Profite nicht mit uns teilen. Deshalb schürt er eine schmutzige Medienkampagne gegen uns, gegen die russische Atomindustrie. Im letzten Jahr gab es 20.000 Verstöße beim Umgang mit Spaltstoffen. 900 Versuche, sich unerlaubt Zugang zu Atomanlagen zu verschaffen und 11 versuchte Urandiebstähle. Offizielle Zahlen, die die desolate Lage des Kontrollsystems belegen. Die Nutznießer des Sicherheitsproblems sind die zwielichtigen Geschäftemacher von der Moskauer Rohstoffbörse samt ihren Hintermännern. Bei ihnen kann man alles kaufen, was strahlt. Die selbsternannten Börsenmakler haben entdeckt, dass mit Nuklearstoffen eine goldene Nase zu verdienen ist. Auf dem schwarzen Markt soll ein einziges Gramm Waffenplutonium bis zu 1 Million Dollar kosten. Aber auch kleinere Geschäfte mit Strontium oder Cäsium sind höchst willkommen. Kleinvieh macht auch Mist. Es wird vermutet, dass auch hier die Beamten des Atomministeriums ihre Finger drin haben. Es ist nämlich kaum denkbar, dass größere Mengen Nuklearmaterial ohne ihr Wissen eine Atomfabrik verlassen könnten. Von den krummen Geschäften profitieren ganze Schmugglerbanden.
Unter den Käufern tummeln sich Geheimdienste, Journalisten und Abenteurer. Doch in Russland befürchtet man, dass schon bald Terroristen als Käufer auftreten könnten. Mit Plutonium bekämen sie einen gefährlichen Stoff in die Hand, mit dem sich mühelos erpressen lässt. Die Atomtschiki aus Tscheljabinsk 65 gehen tagtäglich mit Plutonium um. Sie wissen um die Gefährlichkeit des strahlenden Giftes. Jeder dieser Plutoniumbehälter bedeutete noch vor 20 Jahren Reichtum für das Land. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Plutonium, insbesondere das hoch angereicherte Waffenplutonium 239, wird zur Last. Allein im Kombinat Majak lagern etwa 23 Tonnen des hochgiftigen Metalls. Seit den Abrüstungsverträgen zwischen Russland und den USA wird der einst so begehrte Stoff zum atomaren Sondermüll. Die Frage stellt sich, wohin mit dem Zeug? In diesen einfachen Metallbehältern wird Plutonium zwischengelagert. Stolz zeigt man uns, wie sicher dieses Verfahren ist. Das Atomministerium will in Tscheljabinsk 65 ein modernes Endlager für Bombenmaterial bauen lassen. Kostenpunkt 400 Millionen Dollar. Dort werden wohl hunderte solcher Kleinstbehälter über Jahrzehnte lagern. Uns wird versichert, dass in Majak über das gelagerte Plutonium genau Buch geführt wird. Andere Quellen belegen aber, dass detaillierte Inventurlisten fehlen. Ein Geheimpapier aus dem sibirischen Atombetrieb Tomsk 7 berichtet gar über illegale Urandepots, die von Atomtschiki klammheimlich angelegt wurden. Zur gleichen Zeit entließ Majak aus Geldmangel die Hälfte aller Mitarbeiter des Geheimdienstes. Sie waren früher für Sicherheitskontrollen zuständig. Für Wassili kein Grund zur Sorge. Bei uns im Betrieb haben wir ein recht kompliziertes und durchdachtes Sicherheitssystem. Ein Außenstehender, ja selbst ein Mitarbeiter unseres Betriebes, der mit radioaktivem Material Handel treiben wollte, würde so, glaube ich, daran scheitern. Weil organisatorische und technische Maßnahmen getroffen sind, weil das Personal gut ausgewählt wird für die besonders gefährlichen und verantwortungsvollen Bereiche, für die Arbeiten, wo man es mit den Endprodukten zu tun hat. Dieser gesamte Komplex von Maßnahmen führt dazu, dass Schmuggel hier nicht möglich ist. Experten von Greenpeace bezweifeln solche Aussagen. Für sie liegt das eigentliche Problem ganz woanders. Es geht doch gar nicht darum, ob es dort eine schlechte Bewachung gibt, zu wenige Soldaten stehen oder die Umzäunung schlecht ist, sondern darum, dass in unserem Land offensichtlich niemand exakt weiß, wie viel Plutonium insgesamt produziert wurde, wie viel Plutonium in den einzelnen Depots lagert. Russische Experten sagen, dass in jedem Atombetrieb pro Jahr etwa 20 Kilogramm Plutonium gar nicht erfasst werden. Das trifft auch für das Kombinat Majak zu. 20 Kilo würden für den Bau von 5 Atombomben reichen. Wir von Greenpeace sagen nicht, dass diese 20 Kilo auf den Schwarzmarkt kommen. Aber keiner weiß genau, wo sie bleiben. In dieser unscheinbaren, schlecht gesicherten Baracke lagern Dutzende Kilo Plutonium. Giftiges Potenzial von unvorstellbarem Maß, im Wert von mehreren Millionen Dollar. Allein dieses kleine Schloss versperrt einem möglichen Atomschmuggler den Weg zum schnellen Geld. Hunderte Metallbehälter versenkt im Boden. Einzige Sicherung, eine Metallplombe. Moderne Überwachungstechnik sucht man hier vergeblich. Die Plutoniumvorräte von Tscheljabinsk, sie könnten zu einer tödlichen Gefahr werden, wenn sich die Sicherheitsstandards nicht schon bald erhöhen.
Der Weg zur ersten sowjetischen Atombombe war ein langer und qualvoller Weg. Das Kurtschatow-Museum zeigt, was sich in Tscheljabinsk in den vergangenen 50 Jahren abgespielt hat. Hinter diesem Schreibtisch saß der geistige Vater der sowjetischen Atombombe, Kernphysiker Igor Kurtschatow. Unter seiner Leitung wurde 1948 das erste bombenfähige Plutonium produziert. Es ist in der kleinen Kugel in seiner Hand. Kurtschatow war ein mächtiger Handlanger Stalins. Er sollte die Sowjetunion um jeden Preis in den Besitz der Atombombe bringen. Der Physiker hat es geschafft. Doch der Preis für die Umwelt, vor allem aber für die Menschen, war unbeschreiblich hoch. Ich habe im Elektrozinkwerk von Tscheljabinsk gearbeitet. Eines Tages wurden wir in das Bezirkskomitee befohlen. Nicht nur ich, da waren auch Leute aus anderen Betrieben. Man sagte uns, wir sollen unsere Sachen packen, so schnell wie möglich. Sie gaben uns 2 Tage. Man sagte, die Fahrkarten seien schon gekauft für ein bestimmtes Datum. Dann zeigten sie uns den Befehl. Da standen einige Familiennamen, vielleicht 10 oder 12. Darunter die Unterschrift von Stalin. In den ersten Jahren wurden Zehntausende Arbeiter und Wissenschaftler mit dem noch unbekannten Stoff Plutonium verstrahlt. Darunter auch viele Frauen. Ich habe mein Studium 1948 abgeschlossen. Damals gab es fast keine Männer an den Universitäten. Als ich meinen Abschluss machte, waren wir 70 Frauen und gerade mal 2 Männer. Und so war es an allen Hochschulen. In dem Betrieb, wo ich arbeitete, war es sehr schwer. Das war natürlich keine Frauenarbeit, aber wir haben es dennoch geschafft. Die Bombenbauer waren allesamt Geheimnisträger. Sie durften die geheime Zone nicht verlassen. Ihre Briefe wurden kontrolliert. Sie waren Geiseln des Systems. Ich habe nicht mal meinen Verwandten sagen dürfen, wo ich arbeite, was ich mache. Und meiner Tochter habe ich immer gesagt, dass ich in einer Schokoladenfabrik arbeite. Also musste ich immer gute Schokolade und Bonbons kaufen und mit nach Hause bringen. Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Nachfolger der Plutonium-Pioniere sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Seitdem Atombomben von der Angebotspalette verschwunden sind, werkelt die Betriebsleitung von Majak an Überlebenskonzepten. Die neue Politik zielt auf eine lukrative Marktlücke, den westlichen Atommüll. Das Konzept ist einfach. Westliche Atomkraftwerke schicken ihre abgebrannten Brennstäbe nach Tscheljabinsk. Hier werden sie 1 Jahr unter Wasser zwischengelagert, wieder aufgearbeitet und zurückgeschickt. Die westliche Atomlobby reibt sich die Hände. Endlich ist man die ewigen Kritiker zu Hause ein für alle Mal los. Und die russischen Atomzaren sehen wieder goldenen Zeiten entgegen. Will man doch schon bald das aus den Brennstäben gewonnene Plutonium verkaufen. Russland könnte in den nächsten Jahren zu einem der größten legalen Plutonium-Exporteure in die Länder der Dritten Welt werden. Dann werden die Probleme des Atomschmuggels, die heute in den Schlagzeilen sind, vergessen sein. Denn die Länder der Dritten Welt werden das Plutonium nicht mehr auf dem schwarzen Markt kaufen müssen, sondern werden es ganz legal in Russland kaufen können. Erschreckende Prognose. Doch viele Atomtschiki würden sie lieber heute als morgen verwirklicht sehen. Ihre Arbeitsplätze hängen davon ab. Seitdem der Lebensstandard dramatisch gesunken ist, müssen viele Ehefrauen mitverdienen. Sie bauen ihre Verkaufsstände einfach auf der Straße auf. Außentemperatur minus 25 Grad. Früher waren solche Szenen undenkbar. Doch seitdem manch ein Atomtschik nicht weiß, wie er seine Familie durchbringen soll, gehören sie zum Alltag. Arbeitslose sucht man hier vergeblich. Sie werden in ihre frühere Heimat abgeschoben. In Tscheljabinsk wären sie nur lästige Almosenempfänger. Mein Durchschnittseinkommen liegt mit allen Zuschlägen bei 500.000 Rubel im Monat. Das sind umgerechnet 170 Mark. Vergünstigungen verglichen mit anderen Branchen gibt es nicht. Die Lebensmittelversorgung ist nicht besser als anderswo. Und die Privilegien von früher, die sind längst abgeschafft worden.
Tscheljabinsk 65 ist der einzige Betrieb in Russland, der ausgebrannte Brennstäbe aus Atomkraftwerken wieder aufarbeitet. Auch während dieser Prozedur fällt Plutonium an. In 17 Jahren 30 Tonnen. Ein Großteil wurde in hoch angereichertes Waffenplutonium umgewandelt. 5 Meter unter Wasser ein anderes strahlendes Produkt. Radioisotope. Auch dieses Abfallprodukt aus Brennstäben soll die Arbeitsplätze der Atomchiki sichern. Die Radioisotope sollen ins Ausland verkauft werden. Schon spricht man in Tscheljabinsk von einem billigen Exportschlager. Die Radioisotope geben starke Strahlung ab. Die hellblauen Strahlen sind im Dunkeln sogar gut sichtbar. Noch vor einigen Jahren haben Physiker von einem geschlossenen Plutoniumkreislauf geträumt. Die Plutoniummenge sei zu 100% unter Kontrolle. Der Atomkritiker Robert Jung hat jedoch das Schlimmste geahnt. Aus dem Atomstaat wird ein Polizeistaat werden. Ansonsten kann die Gesellschaft nicht mehr für die eigene Sicherheit garantieren. In Russland ist die Prophezeiung Robert Jungs längst zur Realität geworden. Die Suche nach geschmuggelten Nuklearstoffen, wie hier bei einer Privatfirma, gehört schon fast zur Routine. Und immer wieder werden die Sondereinheiten der russischen Polizei fündig. In diesem Fall sind die Beamten auf ein strahlendes Privatarsenal gestoßen. Der Geigerzähler hört nicht auf zu zählen. Die Besitzer solcher Scheinfirmen sind Kriminelle, die die katastrophalen Sicherheitslücken der russischen Atomanlagen skrupellos ausnutzen. Bis etwa 1986 funktionierte das System totaler Kontrolle durch den KGB. Der KGB überwachte alle Zweige der Atomindustrie. Damals dachte natürlich niemand in meinem Land an die Ausfuhr radioaktiver Stoffe. Denn allen war völlig klar, dass darauf die Todesstrafe stand. Der ungeheure Profit, den der Atomschmuggel verspricht, ist jedoch wesentlich stärker als die zu erwartende Strafe. Hunderte von neuen Schmuggelfällen registriert die russische Polizei jährlich. Doch selbst die von Präsident Jelzin angedrohten erhöhten Strafen zeigen keine Wirkung. Dabei gefährden die Nuklearschmuggler nicht nur uns alle, sondern auch sich selbst. Viele von ihnen wurden schwer verstrahlt. Ein Ausweg aus dem Teufelskreis ist nicht in Sicht. Solange die Kontrollstandards so aussehen wie bei diesem Sicherheitszaun des Kurchatow-Instituts in Moskau, wird sich wohl auch so schnell nichts ändern. Hinter der gut 5 Kilometer langen Mauer sind mehr als 20 Reaktoren, Labors und Atomlager versammelt. Atomphysiker wie Igor Kurchatow haben uns ein schweres Erbe hinterlassen. Die einzige Lösung des Problems ist die völlige Einstellung der Plutoniumproduktion. Denn die weltweiten Vorräte, sowohl an waffenfähigem Plutonium als auch an zivilem Plutonium, haben schon jedes vernünftige Maß weit überschritten. Davon will man in Tscheljabinsk 65 nichts wissen. Umstellung der Produktion, das schon. Aber völlige Einstellung, darüber will man erst gar nicht nachdenken. Währenddessen versucht der Westen verzweifelt, mit Millionenprogrammen zu helfen, um die Atomchiki im Land zu halten. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn einige Dutzend Bombenbauer nach Nordkorea oder in den Iran auswandern würden. Nach Ablauf der vorgeschriebenen 5-jährigen Frist könnte ich mir eine Arbeit im Ausland vorstellen. Aber das ist eine weit entfernte und nicht reale Perspektive. Mit Plutonium halste sich die Menschheit ein Dauerproblem auf.
Das Metall zerfällt extrem langsam. Seine Halbwertszeit beträgt 24.000 Jahre. Die Gegend um Tscheljabinsk ist heute schon eines der am meisten radioaktiv verseuchten Gebiete der Erde. Es wird für Tausende von Jahren so bleiben. Ich kenne das Plutonium genau. Ich hatte viele Freunde und Freundinnen. Und längst nicht alle von ihnen sind alt geworden. Das Plutonium ist ein Element, mit dem man besser nichts zu tun haben sollte.